Da reicht ein einfacher Anzug. Es sei denn, der Anzug ist von diesem Mann hier geschneidert. Seine Anzüge, da kostet einer schon mal 6.000 Euro. Seine Anzüge haben ihn berühmt gemacht. Thomas Mahon, 45 Jahre alt. Star der Londoner Herrenschneider und persönlicher Hofschneider von Prinz Charles, bis er den Prinzen gekündigt hat. Es lief immer so ab. Ich bekam einen Anruf aus dem Palast und mir wurde gesagt, dass ich am nächsten Tag um 7 Uhr früh mit dem Prinzen einen Termin hätte. Einfach so, ohne Vorwarnung. So wollte ich einfach nicht mehr arbeiten. Sein Atelier hat Thomas Mahon in der Savile Row, der weltberühmten Straße der Londoner Maß- und Herrenschneider. Hier darf nur rein, wer mit ihm einen Termin hat. Sonst bleiben die Türen verschlossen. Andrew Page ist angemeldet. Eine Ehre für ihn, denn nur noch selten nimmt der Starschneider neue Kunden an. Allerdings musste der Marketingchef einer großen Firma ein halbes Jahr auf den Termin warten. Heute ist er extra aus Paris angereist, um sich einen Anzug machen zu lassen. Und so beginnt der Weg des 6.000-Euro-Anzugs. Mit dem Maß nehmen. An Beinen und Bauch, Brust und Po. Nur 20 Minuten dauert diese Prozedur. Sogar der Geldbeutel wird mitvermessen. Soll ich meine Brieftasche rausnehmen? Nein, wenn Sie die normalerweise tragen, wenn das zu Ihrem Alltag gehört, dann rechne ich das mit ein. Insgesamt 20 Maße nimmt der Schneider. Doch könnte diese Arbeit nicht auch ein Computer genauso gut erledigen? Mit einem Bodyscan? Hier geht es doch um Maßschneiderei. Das heißt, ich versuche, das Beste aus dem Stoff herauszuholen. Eine Maschine wird irgendetwas messen, aber ich versuche, die Maße zu interpretieren. Eine Maschine macht das nicht. Für die Stoffauswahl macht Luxusschneider Thomas Mahon mit seinem Kunden einen kleinen Ausflug. Zu einem bekannten Stoffhändler, gleich um die Ecke. Hunderte verschiedene Stoffe lagern hier. Doch ob das Andrew Page die Entscheidung erleichtert? Sicher ist nur die Qualität. Die Stoffe hier sind alle aus extra feiner Wolle. Diese Einfachheit ist einfach schön. Ist das Merino-Wolle? Ja, gutes altes Merino. Die Fasern der Merino-Wolle sind nur halb so dick wie bei herkömmlicher Schafwolle. Das macht diese Stoffe nicht nur elastischer, sondern auch besonders hochwertig. Das Wichtigste beim Stoff ist die Textur und wie der Stoff sich anfühlt. Wenn man ihn so in den Händen hält und zusammendrückt, spürt man die Elastizität, als ob die Fasern Federn würden. Da weiß man, dass hier schöne lange Fäden verarbeitet wurden. Es ist wirklich die Textur, die einem hier am meisten weiterhilft. Eine Stunde und Dutzende Stoffe später. Die Entscheidung ist gefallen. Merino-Wolle in Grau mit weißen Streifen. Allein der Stoff für den Anzug kostet 2.400 Euro. Würde man sich dafür eine komplette Herrenausstattung kaufen, bekäme man schon einen hochwertigen Schrank, 5 Kaschmir-Pullover, 5 Maßhemden und 3 Markenjeans. Am nächsten Tag. Thomas Mahon ist samt Stoff auf dem Weg in die Werkstatt. Die liegt 5 Autostunden von London entfernt, weil der Starschneider Landluft braucht zum Arbeiten. Hier auf Warwick Hall wird jetzt der Luxusanzug entstehen. Zuerst die Schnittmuster. Gezeichnet mit Schneiderkreide und ganz individuell nach Kundenmaß. Die Interpretation der Maße ist eine Kunst für sich. Das Besondere: Thomas Mahon zeichnet freihändig, ohne Vorlage und ohne Rücksicht auf aktuelle Modetrends. Modetrends sind mir ziemlich egal. Darum kümmere ich mich nicht. Ich meine, diese Anzüge sollen 15 Jahre halten. Von daher sind sie ohnehin eher klassisch geschnitten.
gemacht. 3 Jahre lang hat Thomas Mahon für Prinz Charles die Anzüge geschneidert. Jetzt arbeitet er für Schauspieler und Scheichs, Politiker und Wirtschaftsbosse. Ganz diskret. Mir geht es nur darum, dass sich der Kunde wohlfühlt. Und wenn jemand über einen unserer Kunden sagt, er sei der bestangezogenste Mann Amerikas, was schon passiert ist und was uns freut, aber keiner weiß, wer seine Anzüge macht, das ist wirklich cool. Die Kunden mögen das und wir auch. So, weiter geht's. Namen seiner Kunden verrät er nicht. Dank unserer Recherchen wissen wir, zu ihnen gehören unter anderem Sänger Brian Ferry und Designerpapst Ralph Lauren. Jetzt der Zuschnitt des Stoffs. Das ist immer ein sehr heikler Moment. Denn jeden falschen Schnitt müsste der Schneider teuer bezahlen. Hat er auch schon. Ich habe 2 Kaschmir-Jackets falsch herumgeschnitten, weil ich es eilig hatte. Das war Stoff für gut 7.000 Euro. Zerstört in nicht mal 20 Minuten. Das passiert ihm heute nicht. Sein Handwerk hat Thomas Mahon bei einem englischen Meisterschneider gelernt. In 7 Jahren Lehrzeit. Schon 5 Jahre später machte er sich selbstständig. Sein Team hat er über ganz England verteilt. Um die Hose für den Luxusanzug wird sich jetzt ein Mitarbeiter in London kümmern. Der Schneider schickt ihm die Stoffteile einfach zu. Anders das Jackett. Das fertigt Schneidermeister Paul Griff vor Ort. Zuerst das Zwischenfutter. Das gibt dem Sakko seine Form und macht es stabiler. Das Futter besteht aus teurer, atmungsaktiver Mohairwolle und nicht wie bei Fabrikanzügen üblich aus billigem Baumwollverschnitt. Außerdem wichtig, Filz und Rosshaar im Bereich des Sakko-Aufschlags. Das Rosshaar gibt dem Stoff, wenn er hier am Revers umbricht, mehr Kraft und Volumen. Macht ihn in diesem Bereich also noch mal stabiler. Bei normalen Anzügen wird das Zwischenfutter an den Oberstoff geklebt. Nicht aber in der Werkstatt des Edelschneiders. Der Grund für die Handarbeit? Das Futter ist so beweglicher. Der Tragekomfort damit besser. Die Schulterpolster sind aus Seide und Watte. Wie wichtig es ist, sie im Jackett genau zu platzieren, zeigt der Vergleich. Wellensilhouette beim normalen Anzug. Perfekte Linie dagegen beim Luxussakko. 2 Tage dauert es, bis das Zwischenfutter fertig ist. Aufwand und Material haben den Wert des Anzugs auf 4.000 Euro gesteigert. Das heißt für unseren Vergleich, jetzt füllt sich der Schrank auch mit 3 Anzügen. Einer edlen Lederjacke, 5 Designer-T-Shirts, Socken und jeder Menge Unterwäsche. Der nächste Schritt. Schneidermeister Paul Griff näht die Jackettteile erstmals zusammen. Filigran ist das zwar alles nicht, aber diese Nähte sollen auch nicht für immer halten. Sondern nur für die erste Anprobe. Die findet wieder in London statt. Und wieder ist Kunde Andrew Page extra aus Paris angereist. Für einen Anzug, der im Moment noch nach allem aussieht, nur nicht nach Luxus. Doch jetzt geht es ums Detail. Genau deshalb ist eine Anprobe wichtig. Jeder Stoff ist anders. Hier ändere ich zum Beispiel etwas am Ärmel. Der Stoff trägt zu viel auf. Bei einem anderen Stoff wäre das vielleicht nicht nötig. Doch solche Details lassen sich vorher nicht ausmessen. Es gibt immer Sachen, die nicht sofort passen. Was das ist, hängt von dem Stoff ab, aus dem der Anzug gemacht wird. Zurück in der Werkstatt und alles auf Anfang. Das heißt, zuerst alle Nähte auftrennen. Dann die Änderungen markieren. Den Rest muss Mitarbeiter Paul Griff erledigen. Paul, wie geht's? Super. Ich brauche hier 6,5 an der Schulter. Geh hier ein bisschen weiter runter. Sicher. Dann müssen wir hier am Ärmel ein bisschen kürzen. Das andere kannst du lassen.
Das ist gut so. Kurz gesagt, viel Arbeit. Auch bei Maßanzügen wird nicht nur von Hand genäht. Bei langen Nähten fürs Jackett hilft die Maschine. Trotzdem, im Anschluss kontrolliert Paul Griff jeden Stich. Höchste Schneiderkunst sind auch die Taschen. Insgesamt 4 bekommt das Jackett. Das Streifenmuster macht diese Arbeit besonders knifflig. Denn die Streifen müssen exakt passen. Es sind diese Details, die den Luxusanzug so teuer machen. Der Vergleich macht es deutlich. Perfekte Sakko-Taschen beim Luxus-Maßanzug. Chrome Nähte dagegen beim Industriejackett. Jetzt bekommt das Luxus-Jackett sein Innenfutter aus Seide. Der Trick ist, erst wird der Seidenstoff nur locker fixiert. Das verhindert, dass das Innenfutter später spannt. Erst dann folgt die echte Naht. Und das bedeutet Präzisionsarbeit per Hand. Allein für das Innenfutter des Sakko-Rückenteils braucht Spezialist Paul Griff 10 Stunden. Doch warum hat eigentlich nur das Jackett ein Seidenfutter und die Hose nicht? Es ist einfach nicht nötig. Die Leute sind es zwar gewohnt, weil es bei industriell hergestellten Anzügen gemacht wird. Aber wir benutzen einen sehr viel besseren Stoff. Einen, der sich sehr gut auf der Haut anfühlt. Deshalb brauchen wir kein Innenfutter für die Hose. So einfach ist das. Ist das Innenfutter in der Jacke, näht Schneidermeister Paul Griff alle Teile zusammen. Zuletzt die Ärmel. Eine schwierige Arbeit, selbst für den Experten. Jeder Stich muss genau sitzen, sonst wirft der Ärmel später Falten. Doch noch ist das Jackett nicht fertig. Es fehlen noch die Knopflöcher. Auch die werden in Handarbeit genäht. Das ist zwar zeitaufwendiger als mit der Maschine, doch nur so wird die Einfassung exakt. Eine halbe Stunde dauert ein Knopfloch. Dann die Knöpfe. Luxus auch hier. Die Knöpfe sind aus besonders edlem Büffelhorn und kosten deshalb 5 Euro das Stück. Das ist 50 mal teurer als ein normaler Plastikknopf. Die Handarbeit macht den Unterschied. Saubere Verarbeitung und eine edle Knopfleiste beim Luxusanzug. Beim Industrieanzug dagegen lose Fäden. Und auch das sieht ziemlich hässlich aus. Nur 200 Anzüge pro Jahr verlassen die Werkstatt des englischen Starschneiders. Jetzt noch das Finish und eine allerletzte Kontrolle. Dann ist auch unser Luxusanzug fertig. In ihm stecken jetzt mehr als 100 Arbeitsstunden. Zum Vergleich, ein Fabrikanzug entsteht in nur einer Stunde. Auch dieser Aufwand ist es, der den Luxusanzug so teuer macht. Doch passt er jetzt auch perfekt? Das sollte er. Immerhin kostet er jetzt 6.000 Euro. Für so viel Geld füllt sich unser Schrank weiter. Mit einem Wintermantel, 3 Gürteln, 3 Krawatten, 4 Sakkos und 4 Paar Schuhen. Insgesamt eine komplette Herrenausstattung. Die Stunde der Wahrheit. Die Frage ist jetzt, hat sich diese Investition tatsächlich gelohnt? Aber ja, ich habe am Anfang gesagt, ich will einen klassischen Hollywood-Anzug, wie für James Stewart. Und genau das habe ich jetzt. Und das freut mich. 6 Monate hat Andrew Page auf diesen Anzug gewartet. 6.000 Euro muss er dafür bezahlen. Dafür trägt er jetzt einen der exklusivsten Maßanzüge, die es weltweit gibt. Wer schnell schlapp macht oder komplett versagt, der ist was? Ganz genau, richtig. Der ist